So, hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Meine Güte, gefühlte halbe Stunde, aber wir haben einen Hinweis entdeckt. Hast du ein frei rumlaufendes Pferd gesehen? Ein Apfelschimmel? Habe ich tatsächlich. Jedenfalls ein reiterloses Tier, das hier durchgaloppierte. Es war aber zu schnell, um die Farbe zu erkennen. Wo hast du es gesehen? Nicht weit von hier ist ein Bach. Ich holte gerade Wasser, als mich das Pferd beinahe zu Tode erschreckte. Wohin ist es gelaufen? Naja, es ist bei der Brücke herumgetollt. Dann galoppierte es flussaufwärts in den Wald. Vielen Dank. Okay. Gern geschehen. Viel Glück bei deiner Suche. Ja, dankeschön. So, und zwar befinden wir uns gerade auf der Karte, wo wir eigentlich schon auch das letzte Mal gewartet hatten. Ich dachte, es wäre ein Jägersmann, jetzt ist es doch ein Wanderer gewesen. Ich bin echt noch ein bisschen umhergereist, habe aber irgendwie keine anderen Informationen bekommen. Ich war bei den Köhlern, bei den Holzfällern, dieses, jenes. Und hier endlich beim Wanderer kriegen wir den Hinweis, dass er sich wohl hier unten aufhält. Und das ist ja eigentlich letztendlich ein einfaches, hier irgendwo das Pferd zu finden, oder? Meine Güte. Stunden später. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das finden. Also dem Bach eigentlich letztendlich einfach nur aufwärts folgen in den Wald hinein. Das sollten wir hinkriegen. Wollen wir dann nochmal gucken, ob wir vielleicht doch nicht sogar noch irgendetwas anderes finden, außer das Pferd, ja? Ich meine, im Bach steht das Pferd bestimmt nicht. An unserem Wegesrand, ja? Müssen wir mal schauen. Wir sind ja noch, ne? Ja, wir sind noch in der Nähe vom Fluss. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Na, vielleicht sollten wir nur mal ein bisschen traben. Das ist ein Riesengebiet. Ach, da ist es ja. Das reicht. Ich hab dich bitte gemacht. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wie, was heißt denn hier? Ich werde leiden. Hör mal. Hör mal. Das ist jetzt ein Scherz, ne? Du gibst mir so ins Gesicht hier. Komm mal her. Gibst du auf? Körper aufheben. Achso, ich hab den jetzt. Ach, der ist bewusstlos. Du bist bewusstlos? Ja, dann gehst du mit ohne alles nach Hause, würde ich sagen, ne? Schädelbrecher. Ah, der Schädelbrecher hat funktioniert. Das ist sehr gut. So, was müssen wir machen? Karpfen nach Hause bringen? Können wir aufsitzen. Tatsache. Da steht hier einer und sagt, hör mal, du verziehst dich besser. Das ist hier meine Straße. Ich glaub's ja nicht. So, wir werden uns merken, wo unser Pferd steht, falls es da mal Probleme gibt. Und bringen Karpfen zurück in den Stall. Das werden wir natürlich machen. Der einfachste Weg ist einfach hoch, dann nach links. Alles klar. Sollten wir hinkriegen, er ist bewusstlos. Wir haben ihn also nicht getötet. Das freut mich. Ich möchte eigentlich aufhören mit dem unsinnigen Morden, sag ich mal. Ich meine, gut, Banditen und Co., das ist eine Sache, aber genauso wie Kumanen. Aber wenn sie sich schon ergeben, dann sollten wir halt schon so nett sein und auch sagen, ja, ist okay, ne? Also sind wir schon im Galopp? Das sieht danach aus, ne? Nicht das schnellste Pferd, aber sollten wir dann noch hinkriegen. Oder sind wir im Trab? Nee, hier ist im Trab, sag ich doch. Wir waren schon im Galopp. Nun gut, dann einfach dem Weg mal eben folgen. Ich meine, so querfeldein könnte man natürlich auch machen. Aber ich finde, das dauert je nachdem immer ein bisschen länger. Zumal ja immer noch die Chance besteht, dass man ja gegen einen Baum läuft mit dem Pferd und dann abgeschmissen wird. Und dass man wahrscheinlich dann auch stirbt. Ne? Einmal ist es uns ja passiert, da war ich alleine, es war nicht in der Aufnahme. Aber man kann sterben. Unglücklicherweise. Beim Reiten. Hey da, guter Mann! Wer bist du denn? Ach nee, Moment. Hast du mir für einen Augenblick Gehör? Okay, was möchtest du denn bitte? Ein reisender Ritter. Schenkst du mir für einen Augenblick Gehör? Ja, klar. Erzähl mal. Was ist denn? Ich möchte dich zum Duell fordern, Herr. Ein kleiner, einvernehmlicher Kampf. Warum sollte ich mit dir kämpfen? Ad honorem, Freund. Für die Ehre. Für den Nervenkitzel. Unter diesem Gesichtspunkt? Also, kreuzen wir die Klingen?
Naja, aber... Klingt interessant. Aber worum kämpfen wir? Ah, so ist die Ritterlichkeit dir nicht Versuchung genug? Nein. Nein, mein Herr. Mich locken eher glitzernde Köder. Verstehe. Nun, warum nicht? Machen wir das Ganze interessanter. Okay. Pass auf. Beim Würfeln habe ich einen feinen Harnisch, ein Pferd und ein Schwert gewonnen. Gaul und Klinge brauche ich, aber die Rüstung passt mir nicht. Okay. Ich setze sie gegen einen vernünftigen Gegenwert an Groschen. Ja, das machen wir doch, ne? Gut, warum nicht? Freut mich, das zu hören. Beginnen wir. Das ist auch so eine Sache, die ist mir jetzt nicht so oft passiert, aber... Total cool. Oh, da haben wir nicht aufgepasst. Da hat uns mal einen Hieb mitgegeben, ja? Komm, du hast keine Chance. Du hast keine Chance, mein Langschwertfreund. Hier, dein verdienter Lohn. Jawohl. Ein grandioses Duell, mein Herr. Danke. Ja, bitte, bitte. Wir könnten ihn jetzt noch bestehlen. Ach so, wir könnten sogar... Ja, wir könnten ihn sogar umhauen, ne? Das würde sogar auch gehen. Aber nein, das machen wir nicht. Warum, ne? Wir sind ein ehrlicher Ritter. Wir haben das Duell gewonnen und somit werden wir weiter den guten Karpfen einmal dann nach Hause bringen. Aber interessant, cool. Haben wir eine Rüstung dazu gewonnen. Das ist eigentlich ganz nett. Müssen wir mal schauen. Ich bin mal gespannt und dann auch mit dem Schimmel. Wir wissen ja, dass wir jetzt ein Lied singen müssen. Aber im Großen und Ganzen sollen wir den Schimmel dann auch wirklich zu der Herren Stefanie dann reiten. Den ganzen Weg dahin nach Thalenberg. Und unser Pferd. Mitten im Wald, alleine gelassen. Aber ich glaube, wenn wir das rufen, das Pferd gehört ja uns. Das hier wiederum nicht. Dann sollte es auch direkt wieder zu uns kommen. Ich hoffe mal, das ist schlau genug programmiert worden, dass wir hier jetzt kein Problem kriegen. So, dann wollen wir mal hier. Ich muss einfach hier rein, ne? Das sieht doch gut aus. Dann bringen wir das mal eben kurz zurück hier in den Stall. Und dann müssen wir uns, glaube ich, nochmal entweder mit dem Stallmeister unterhalten oder mit dem William hieß er, oder? Jawohl, geht doch. Das geht doch. So, und da kommt er auch direkt. Hi. Das Stallmeister, hol dir deine Belohnung. Ja, gerne. Deswegen machen wir das ja auch. Ich hoffe, ich kann dir zu Dienst. Ja, das kannst du. Und zwar... Mit diesem Pferd werde ich nicht fertig. Ah, nee, hier. Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück. Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hier ist deine Belohnung. Danke. Aber verliert ihn nicht wieder. Wir tun unser Bestes. Cool. Und 50 Groschen. Auch nicht schlecht. Sehr cool. Ach, wir haben sogar noch eine... Oh, wir haben sogar noch was anderes dazu bekommen. Zeig mir eben die Rüstung. Wo ist es denn? Eine Schabracke. Questinformationen. Verteidigung 8, Stich 2 und Wucht 2. Ich meine, unseres müsste ein bisschen stärker sein, ne? 292, aber es wäre mal was Neues, oder? Es wäre mal was Neues. Hau es mal... Ach, unser Pferd kann nicht mehr genug tragen, weil es ein Gewicht von 8 hat, ne? Ja, wir müssen ein bisschen zeuglos werden, ne? Wie ihr seht, es ist alles voll. Und dabei kann es schon so viel tragen. Gut, haben wir uns darum gekümmert. Ah, finde ich gut. Was haben wir denn noch? Ja, Diadem. Besteige den Schimmel. Oder... Ah, wir müssten eigentlich... Ja, ist ja eigentlich egal, ne? Ich bin dafür, dass wir... Ja, wenn wir nach Thalenberg kommen, könnten wir ja auch... da ist er. Besteige den Schimmel. Okay. Also einmal raus und dann nach unten. Das Schöne ist ja, dass wir... Apropos unser Pferd. Aha, wer sagt es denn? Perfekt. Gut. Wenn wir nach Thalenberg kommen, könnten wir ja noch mal ein paar Sachen verkaufen. Und den Schimmel hier sollen wir jetzt besteigen. Okay. Aber wie viel Geld es so gibt, ne? 50 Groschen hier, 25 Groschen für jedes abgeschnittene Ohr vom Banditen. Also man kommt relativ schnell zu Geld. Na, Junge, soll ich singen?
Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Oh nein, er will wirklich singen und wir müssen das Pferd nach Thalenberg reiten. Ich dachte es mir schon irgendwie, ne? Da müssen wir mal eben gucken, welchen Weg wir da einschlagen. Denn Schnellreisen wird da, glaube ich, nix. Wir müssen einmal oben durch und dann durch den Wald hinunter, okay. Willst du mich noch abwerfen? Willst du mich noch abwerfen? Ja, ich weiß ja nicht. Ich würde ja wirklich lachen, wenn er jetzt den ganzen Weg über singen würde. Aber lassen wir uns überraschen. Jawohl, gutes Pferd. Immerhin guten Mutes. Bin ich ja ganz froh darüber, dass wir eigentlich relativ wenig Probleme haben. Ich meine, ich habe ja schon mal im Forum gelesen, ich muss es ehrlich sein, es gibt sehr viele Leute, die Probleme haben mit manchen Hauptaufgaben, mit manchen Quests und ist natürlich auch schade für die Leute, gerade weil es so ein unglaublich schönes Spiel ist, dass die Leute darüber sauer sind oder frustriert sind, klar, verständlich. Wenn etwas dann nicht so klappt und man hängt irgendwo feste in irgendeiner Hauptstory oder so, dann, ach, das ist immer schade, ja. Aber nun gut, einen schönen Schimmel für die Herren. So soll es sein. Und hier haben wir auch irgendwo diese Kräuterfrau, ne? Also in dem Sinne, im Großen und Ganzen die Hexerei, wenn man es so sagen möchte. Na nun, wer bist du denn? Auf ein Wort. Ach nee. Oder auch nicht. Einfach nur ein Wanderer. Gut, Reitchenschimmel. Ja, ja, klar. Wollte ich ja die ganze Zeit. Aber nett, dass wir auch absteigen können. Und er dann auch sagt so, hey, Moment mal, besteige den Schimmel wieder. Und dann reite nach Thalenberg. Ich hoffe, wir dürfen den Weg hier noch nehmen. Sieht aber gut aus. Es ist immer schwer, ein bisschen alles im Kopf zu behalten. Die ganzen Wege rund um Rathai kenne ich mich persönlich sehr gut aus und das sieht nicht gut aus. Na, wartet jemand? Ist jemand auf der Lauer? Werden wir nicht überfallen? Ah, diese Überfälle sind, je nachdem wer auf jemanden wartet, unschön. Also die Gegner werden, glaube ich, anhand der Zeit oder was auch immer, immer stärker. So, da sind wir auch schon angekommen. Sehr cool. Aber das macht ja auch dann mehr Spaß, ja. Wenn der Gegner auch mal so voll gerüstet und gepanzert ist, dann ist das schon extrem cool. Ja, lad du mal in Ruhe. Ah, schön, ne? Mal eben so ein Katzensprung und wir sind in Thalenberg zurück. Das ist nett. Ja, ich weiß gar nicht, wir könnten zwar hier noch stehlen, aber wir haben ja auch keinen besonderen großen Händler in Thalenberg. Das würde also auch wenig bringen. Müssen wir den eigentlich hier reinbringen? Ich werde mal eben kurz gucken auf der Karte. Es sieht eigentlich danach aus, ne? Dass wir ihn wenigstens hier zu den Ställen bringen. Ja, in der Tat. Achso, das hat schon gereicht hier? Nee, besteige den Schimmel. Ah, wer sagt es denn? Sehr gut, neue Stufe in Reiten erhalten. Okay, das ist natürlich auch sehr cool. Ja, nicht schlecht. Reiter auf dem Schimmel Aufgabe begonnen. Das ist abgeschlossen. Dankeschön. Ah, schön, ne? Schön, schön, schön. Macht Spaß, macht Spaß. Gut, voll beladen. Mit allem, was wir haben, ist natürlich jetzt wiederum die Frage, da wir jetzt den Schimmel gebracht haben, müssten wir nach Sassau. Das ist eine wunderschöne große Stadt, die ich euch natürlich auch zeigen möchte. Ich denke mal, wir werden das auch machen, dass wir das Diadem abholen. Doch werden wir einen kleinen Umweg nehmen. Gerade weil wir in Thalenberg sind, da müssen wir halt jetzt mal gucken. Wir haben halt mehrere Probleme, ne? Auf der einen Seite, wir können nicht schnell reisen, auf der anderen Seite suchen wir einen Händler. Ich denke mal, in Sassau werden wir auch fündig, da war der beste Weg wäre halt Rathai, um alles zu verkaufen. Wir könnten auch direkt nach Sassau. Ist halt nur ein längerer Weg und wir müssen halt gucken, wo wir entlang müssten. Das ist so ein ziemlich, ziemlich weiter Weg. Oh, wollen wir natürlich mal eben kurz ein bisschen hier raus. Achso. Ja, gut. Dann gehen wir halt nur ein bisschen weiter raus, wenn das Pferd schon nicht auf der Brücke sein kann. Das Pferd kann auch nicht hier hin. Das Pferd kann überhaupt gar nicht nach Thalenberg.
Nee, Tatsache. Also müssen wir erst raus für die Tore. Ja, wir hätten hier zwar einen Händler, der hat aber sein Einkommen ist sehr, sehr gering. Ne? Das ist das große Problem. Ah, da bist du ja, mein Hübsches. So, dann komm mal eben her. Das ist nämlich das große Problem. So, also auf geht's. Wir werden die Zeit jetzt nutzen. Ich werde euch mit dabei lassen. Ich werde jetzt nicht wieder sagen, nö, wir sehen uns dann nachher wieder. Nämlich, ich will euch selbstverständlich auch den ganzen Weg dahin zeigen, der am Anfang, wo ich alleine entlang geritten bin, wirklich problematisch gewesen ist. Ich bin sogar fast einmal gestorben durch die Überfälle. Es war sehr ungünstig. Ich bin in einen Hinterhalt geraten. Wiederum waren auch Kumanen auf dem Weg Richtung Sassau oder Sasau. Und ich denke mal Sassau. Und ja, war alles andere als nett, sagen wir es halt mal so. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht noch einen Bach oder so. Ich werde jetzt einfach querfeldein noch ein bisschen reiten. Müssen wir mal gucken, wo wir ankommen und wo nicht. Ah, und es wird spät, ne? Wenn ich es richtig sehe. Es wird spät. Dann müssen wir uns den besten Weg gleich mal raussuchen. Und dann werden wir schon fündig werden. Ich denke mal, wir haben dort halt einen Waffenschmied, einen Rüstungsschmied, dass wir unseren Krempel, den wir jetzt gerade dabei haben, auch loswerden. Die Händler haben, je nachdem, so ein bisschen Vermögen halt, ne, in ihrer Börse. Ich denke mal, es sollte das kleinste Problem sein. Aber hier müssten wir jetzt in dem anderen Pferdegutshof sein. Ne, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Müsste. War schön, wie lange wir galoppieren können. Ne? Es ist wirklich ein tolles Schlachtroß. Ich frage mich auch, wann wir überhaupt eine Rüstung kriegen, weil unser Pferd hat ja noch aktuell einen Rüstungsslot. Und damit geht es auf jeden Fall auch gut voran. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, hier waren wir noch nie. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Deswegen haben wir auch hier ein Sühnenkreuz entdeckt. Ja, dann würde ich mal sagen, reiten wir mal Richtung Süden. Das ist komplett neu. Wir können halt leider erstmal nur durchreiten, bis wir es uns komplett dann einmal angucken. Kann ja sein, dass wir hier das eine oder andere entdecken. Ist halt die Frage. Ja, okay, das ist nur ein Bauernhof, nichts Besonderes, deswegen meckern. Du willst etwas von mir, nicht wahr? Nein, möchte ich nicht, danke. Das ist nämlich das große Problem auch manchmal, dass man manche Bereiche hat, wo man einfach nicht hin darf, aber ist ja auch verständlich, ne? So ein Bauer, der irgendwo mitten im freien Feld hängt. Schönen guten Tag, Herr Wanderer. Der will natürlich nichts mit uns zu tun haben. Ach, wir haben was Neues entdeckt. Samopesh? Was ist das denn? Jetzt muss ich mal gucken. Ach, sieh mal einer an. Da haben wir wieder so ein kleines Dorf. Seht da wohl. Will ich doch meinen, dass wir wieder was Neues entdeckt haben. Samopesh liegt also überhalb. Wir müssen sogar durch die Stadt nach unten. Damit wir nach Sassau kommen. Ach du meine Güte. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, dann sagt er ruhig Bescheid. Cool, das ist ja mal richtig genial. Ich wusste nicht, dass es noch eine Stadt gibt, aber da kann man mal sehen, wie riesig auch alles ist, ne? Oh, Schnellreiseort und bitte nicht ins Wasser. Irgendwo anders hin, aber nicht ins Wasser. Oh, schönen guten Tag. Ja, ich weiß, Händler und Co., die werden wir irgendwann mal abklappern. Ich glaube nicht, dass... Oh, okay, ein Schmied wiederum ist interessant. Und Schleifstein, das würde sich, trifft sich ganz gut. Aber gucken wir mal. Und noch ein Nest, ne? Die Nester. Also bei den Nestern sind je nachdem Schätze drin versteckt oder Narabenfedern oder schwarze Federn. Da kommt irgendwie immer so ein bisschen drauf an. Schon mal ein bisschen links und rechts gucken, ne? Nicht, dass wir hier den einen oder anderen Hinterhalt schon vorab sehen. Aber es ist halt, ja, immer, ich kann es immer wieder nur wiederholen. Es ist immer wieder. Es ist ein unglaublich schönes Spiel. So, und wir sind da angekommen. Daran erinnere ich mich. Das schöne Ding hier. Ach Mann. Traumhaft. Dann können wir uns hier nämlich auch dann nochmal hinlegen, weil es wird ja auch gerade dunkel. Aber schaut euch mal bitte das an. Das ist halt... Ich würde sogar behaupten, dass es je nachdem maßgetreu nachgebaut worden ist.
Also Maßstab 1 zu 1, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, aus dieser Zeit, dass es wirklich je nachdem so aussah. Und das wiederum ist halt das Schöne. Ah, es sieht so umwerfend aus, ne? Es sieht so gut aus. Also ich bin echt gespannt, wenn wir hier hinkommen über die Hauptquest. Jetzt kommen wir ja erstmal in die nächste Stadt. Da werden wir uns dann auch drum kümmern. Aber vorab möchte ich doch gerne erstmal handeln und so. Dafür müssen wir weiter runter ins Dorf. Hier wird auch eine Menge Zeug angebaut, ne? Also hier, wenn man sich das mal anguckt, die ganzen Kräutergärten, wo ich natürlich gerade brav mit dem Pferd immer durchgehe. Kann man unten raus? Nee, kann man nicht. Verdammt. Okay, dann müssen wir einmal eben kurz absteigen. Nein, ich wollte eigentlich nur rüber. Es ist sehr cool gemacht. Finde mal den Weg zu mir. Es ist sehr cool gemacht. So, hier haben wir nämlich schon direkt die Taverne. Und wir haben sogar hier sogar noch Aufgaben, die wir annehmen können, erledigen können. Unglaublich. Ja, aber so riesig ist es, ja. Es ist ein umwerfend schönes Spiel. Ich erinnere mich gerne zurück an Gothic und Co., ja. Also Spiele, Welten, die einfach riesig sind. Und das Schöne wiederum hier ist, es gibt genug zu tun. Ja, es gibt einfach genug zu tun. Ich glaube, ich habe hier sogar auch mein Zimmer gemietet, für immer. Ja, kostet 200 Groschen, das heißt, wir dürfen hier einfach hinein ins Zimmer und dürfen uns noch eine schlafen legen. So ein Buch oder so haben wir nicht dabei. Das mache ich immer gerne, bevor ich schlafe, noch ein bisschen lesen für den Charakter. Brauchen wir aber erstmal nicht. Und wir schlafen ein Ründchen und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin.